bin der Philipp, das ist die Lena, hallo. Und wir machen heute einiges anders, ja. Nicht alles, aber einiges. Wir verändern den Rhythmus, also wir haben 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Und was machen wir vor dem ersten Teil? Genau, wir haben zwei Teile. Jeder Teil besteht aus jeweils 4 Übungen. Und im ersten Teil machen wir vor jeder Übung 3 Squat-Jumps, die so ausschauen. Genau, seht ihr dann eh noch bei den Übungen. Und beim zweiten Teil? Da machen wir jeweils 3 Squat-In-and-Outs davor. Die schauen so aus. Und dann kommt immer jeweils die Übung. Also es wird richtig beinlastig werden, es wird richtig zäh werden. Aber wir wünschen, nicht quietschen, viel Spaß beim Mitmachen und bin so motiviert. Durchhaltevermögen. Vor jeder Übung machen wir 3 Squat-Jumps. Hier ist es wichtig, einen geraden Rücken zu haben und wir gehen von der Kniebeuge in den Sprung. Die erste Übung, der Skater-Schritt. Den kennen wir schon, immer rechts und links schräg nach hinten steigen, wie bei einem Ausfallschritt. Sumo Squat Walks. Hier geht man in die Kniebeuge, geht dann 2 Schritte rechts oder links und macht beim dritten Schritt eine ganze Kniebeuge. Nummer 3, Hip Thrusts. Hier legen wir uns mit dem Rücken auf den Boden, heben den Po an und fahren mit den Beinen einmal auseinander und wieder zusammen. Plank and Tap. Hier geht man in die Plank-Stellung und tappt nun mit dem rechten und dem linken Fuß immer abwechselnd einmal nach außen. Hier ist wichtig, die Hüfte stabil halten. Squat In and Out. Hier geht man in die schmale Kniebeugenposition und springt nach außen in die Breite. Nummer 5, Lunge and Squat. Hier machen wir einmal einen Ausfallschritt links, einmal rechts und eine Kniebeuge drauf. Knee to Squat. Hier starten wir auf den Knien sitzend und versuchen abwechselnd mit rechten und linken Fuß beginnend in die Squat-Position zu gehen. Die vorletzte Übung, V-Ups. Schulterblätter und Beine hebt man vom Boden ab und jetzt schön zusammen crunchen. Die letzte Übung, Side to Side. Beine aufstellen, Schulterblätter vom Boden heben und jetzt versuchen mit den Händen rechts und links zu den Sohlen zu greifen. Das waren die 8 Übungen. Nicht vergessen, immer die Übungen davor durchführen. Und jetzt viel Spaß beim Workout.
Wir haben einen riesen Spaß gehabt. Ich sage danke zu Lena. Ich sage danke. Für das tolle Fitnessprogramm. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ich sage wieder 2 oder 3 Runden machen. Genau. Nicht auf die Pause vergessen dazwischen. Die werdet ihr brauchen. Viel Spaß euch. Ciao. Ja,